plötzlich aus dem Auto, wie ihr sehen könnt, mit allen Kindern. Also alle Kinder sitzen im Auto. Luisa, Michelle sitzt ganz hinten, neben mir ist der Patrick. Der Papa ist heute seinen ersten Tag arbeiten und heute ist Montag übrigens. Ja, der Papa ist heute den ersten Tag arbeiten und ich habe gestern am Sonntag meine Kamera geschrottet. Also meine Canon G7X ist mir aus der Hand gefallen. Ich wollte ein Foto machen, dann ist sie mir aus der Hand gefallen und genau irgendwie voll aufs Objektiv. Die ist jetzt irgendwie eingeknickt. Und ja, aktuell kann man irgendwie, also man kann ja aktuell wegen der Situation nicht sowas reparieren lassen. Ist ja irgendwie logisch, ne? Aber, und deswegen musste ich mir eine neue Kamera kaufen, weil ja, ich brauche halt die Kamera, wie ihr wisst, zum Filmen. Aktuell filme ich jetzt mit dem iPhone. Das geht ziemlich gut bei gutem Licht, aber wenn man dann Indoor oder so, ist das nichts. Und deswegen habe ich mir jetzt eine neue Kamera bestellt, Sony Alpha, bei einem Laden in Wien. Und die bieten Abholung an. Also das ist so ein Geschäft. Normalerweise kann man da reingehen, aber das ist natürlich jetzt geschlossen. Aber Ware abholen ist erlaubt. Und das nutzen wir gleich, um ein bisschen rauszukommen, weil wir, könnt ihr euch ja vorstellen, dass uns die Decke im Kopf fällt, wie natürlich vielen Menschen. Und deswegen habe ich alle Kinder eingepackt, dass die auch mal ein bisschen hier quasi die Umgebung verlassen. Die Kinder sitzen dann im Auto. Mama, ja? Du magst fahren, ja? Ja, auf jeden Fall fahren wir dorthin und ich bin echt gespannt, wie es in Wien ausschaut. Mama! Ja? Fahren? Ja, also ich muss jetzt fahren. Schaut euch mal bitte an, wie Wien ausschaut. Also kein Auto, also fast kein Auto, aber ich meine jetzt gerade vor uns ist jetzt keins. Fast keine Menschen, fast nichts los. Ich habe einen Mann. Bei diesem Geschäft. Schaut so aus. Das ist ein Elektrogeschäft. Und da habe ich das online bestellt, meine Kamera, und hole die jetzt ab. Ich warte jetzt, bis jemand rauskommt und bringt mir dann raus. Ja. Es ist richtig kalt heute mal wieder. Und richtig windig. Das sind halt auf jeden Fall Menschen drinnen, die arbeiten. Aber es ist halt das Geschäft geschlossen aufgrund von Corona. Ne? So, ich habe jetzt meine Kamera und ich habe mir jetzt überlegt, noch schnell zum Bäckerei zu gehen. Ich habe jetzt noch ein Brot gekauft und so Topfenbällchen, Puddingbällchen, Entschuldigung, und Marmeladebällchen und ein Bröt. Ein Bröt. Das ist bei uns leer gegangen. Wo ist denn mein Auto? Also halt da vorne. Ja, die Kinder sitzen im Auto. Ich habe hier in einer Seitengasse geparkt. Das ist ja, die ganzen Parkplätze sind eigentlich rammelvoll. Mich wundert es überhaupt, dass ich einen gefunden habe. Ja. Und jetzt gehe ich nach Hause und probiere meine neue Kamera aus. Ich werde dann im Laufe des Videos nochmal umswitchen und euch zeigen. Wow, schaut mal, das ist jetzt mit der neuen Kamera. Der Papa ist auch wieder von der Arbeit zurück. Hm? Wo ist er? Boah. Oh, das ist so eine schöne Kamera. Ich zeige euch, wie das ausschaut. Ich filme da kurz mein Handy. So schaut das aus. Lisa, was machst du denn? Ja, der Papa ist auf jeden Fall schon von der Arbeit, wie ihr sehen könnt. Bei ihm hat sich einiges in der Arbeit leider getan. Yeah! Also wirklich, soll man das erzählen? Oder nicht? Der Papa, der war ja früher Lagerleiter. Dieser Posten wurde ihm entzogen mit Gewalt. Und jetzt ist er kein Lagerleiter mehr, jetzt ist er quasi normaler Mitarbeiter in einer anderen Abteilung, also nicht mehr im Lager, sondern ganz anders. Da werden wir weiter. Ja, aber natürlich bekommt er jetzt auch weniger Geld. So, ich meine, es ist natürlich eine schwierige Zeit für alle, für viele Menschen. Er bekommt jetzt auch nicht so wenig Geld. Aber es ist halt ein bisschen ärgerlich, wenn man halt quasi ja nur krank war
egal ob es jetzt Corona war oder nicht. Niemand sucht sich das aus, krank zu werden. Vor allem der Papa ist ja nicht der Typ Mensch, der einfach so tun würde, als wenn er krank wäre oder so. Aber ja, es ist halt, wie es ist. Mal schauen, wie es weitergeht. So, meine Lieben, kurzer Break im Vlog. Ich musste das kurz unterbrechen, weil in dem Vlog habe ich ja, oder haben wir erzählt, dass der Papa seinen Lagerleiterposten verloren hat. Und da ich an diesem Tag nicht vlogge, habe ich mir gedacht, dass es Sinn machen würde, wenn wir kurz aufklären oder erzählen, weil es halt zu unserem Leben dazu gehört. Willst du das erzählen? Was? Also gestern hat der Papa seinen Lagerleiterposten verloren. Die wurde runter reduziert auf genau, einen normalen Mitarbeiter. Und damit war ich mehr oder weniger einverstanden, aber das gab noch ein paar. Zwangsmäßig halt, ja. Zwangsmäßig. Da gab es noch ein paar Probleme und da haben wir uns nicht geeignet. Ja, genau, weil die haben sich halt ein bisschen ein Geld einbehalten vom Gehalt vom Papa, also nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich ziemlich viel, gell? Ja, so 500 Euro. Ja, so 500 Euro oder so, doch ziemlich viel Prozent. Genau. Und da kam es ein paar Unstimmigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und deswegen ja, wurde sich heute komplett getrennt. Also ein Dienstverhältnis wurde heute aufgelöst. Ja, aber heutzutage glaube ich, man ist nur eine Nummer mehr nicht. Also man hat diesen Wert als Mensch nicht mehr heutzutage. Und, es kommt aber auch auf die Firma drauf an. Man kann jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, natürlich nicht. Es gibt sicher tolle Arbeitgeber, aber es gibt auch Leute. Nicht so tolle Arbeitgeber. Aber Kopf hoch und Kopf hoch. Geht's. Also falls ihr auch darunter irgendwie leidet aktuell. Der Baba ist nicht alleine. Ja. Der Baba ist aktuell ein bisschen down, wie man vielleicht in seiner Stimmung erkennt, aber wir werden das schon rocken. Ja, ich hoffe es. Mir sicher. Der Papa hilft aktuell mir jetzt viel. Er schneidet, wenn das wusstet ihr, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber der Papa hat die letzten Vlogs eher geschnitten, also er versucht mich da auf jeden Fall zu unterstützen, weil ich habe enorm viel zu tun. Deswegen schauen wir mal, vielleicht können wir hier zusammen was leisten. Der Online-Shop von mir wird auch eventuell wieder aufgenommen, mehr Produkte produziert, also sowas wie den Mambos-Planner und so weiter. Da kümmert sich dann der Papa darum. Also mal schauen, wie es weitergeht und wir halten euch ja sowieso auf den laufenden Daily-Vlogs. Ist sowieso drin, Papa schneidet sie. Und gehen wir heute noch live? Ja. Okay. Oh, welche Uhrzeit hast du Bock? Weiß nicht, so 19 Uhr, 17 Uhr. 19 Uhr? Jetzt ist fast 18 Uhr. Sag mal 20 Uhr. Okay, 19, 20 Uhr. Hä? Okay. Egal, sagen wir 20. 19 Uhr 20. Ja, Livestream heute auf meinem Kanal mit Papa. So, ohne Zocken, ohne gar nichts, nur labern. Also, Frage stellen, wie ist das? Und jetzt geht's weiter mit dem Vlog von gestern. Also, viel Spaß. Ja. Wir kochen jetzt ein bisschen. Also, wir haben ja noch ein bisschen was vom Gulasch über und so eine Hühnersoße. Hausaufgaben musst du machen. Ich warte auf das Essen. Ja, wir essen mal und dann können die Kinder Hausaufgaben machen. So, meine Lieben, ich bin jetzt im Büro und ich bin mega fasziniert, Sony hat einfach ein bisschen einen besseren Winkel. Ich habe sie noch gar nicht eingestellt. Ich habe sie so genommen, wie sie eingestellt ist. Sie ist ein bisschen schwerer, das muss ich mich noch gewöhnen. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Hier im Spiegel, wobei ein bisschen hier alles vollgestellt. Ich habe mir nämlich gestern ein Foto gemacht. Die Kamera ist auf jeden Fall ein bisschen größer als die... Also im direkten Vergleich kann man erkennen, dass die halt kleiner und handlicher ist und die ist halt ein bisschen größer. Aber so im direkten, so kann man sie gar nicht miteinander vergleichen. Also die gewinnt locker. Kostet ja auch doppelt so viel wie die hier. Ja. Jedes Ende hat auch einen Anfang. Ah, ich liebe Technik. Ja, ich bin jetzt im Büro. Muss mich nämlich für meinen Livestream heute vorbereiten. Heute gehen wir live mit Animal Crossing, das erste Mal. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es sein wird, online zu zocken. Bisher habe ich ja immer noch mit euch gequatscht in den Livestreams und heute zocke ich. Deswegen schaue ich mal, dass die Technik gut funktioniert und
Ja. Ich habe mich jetzt vorbereitet für meinen Stream, nur es crasht mein Programm ständig ab und jetzt habe ich nochmal neu starten müssen. Aber im Grunde genommen bin ich hier eigentlich fast ready. Kamera, hier mein Spiel. Aber das funktioniert noch nicht und das ist ein bisschen, ja, nervenaufreibend. Ich muss mich auch noch ein bisschen an meine Kamera gewöhnen. Ja, Winkel, außerdem habe ich mich hier nicht gut gebürstet. Ja. Ich habe übrigens hier eine Tangle Teaser Bürste, die auch gut für Extensions ist, aber auch gut für, wie heißt's? Also für normale Haare, wenn man will, dass sie natürlich glänzen. Wir sind noch im Livestream. Die Michelle ist dabei und die kleine Lara ist dabei und sie gehen. Die Lara möchte jetzt spielen, wir werden aber gleich den Stream beenden. Ja, noch 2 Minuten. Ja, noch 2 Minuten und dann tschüss, oder? Ja. Ich stell mal kurz die Kamera kurz her. Also, Baby. Du bist ein Baby. Baby. Oh, kann ich mal mit sprechen? Entschuldigung. Wie machst du, ja? Ich bin mit dieser Maus. Wacke. Was ist mit dir? Ah, die sprechen gar nicht. Ding dong, hab ich leid. Derzeit spielen urviele Animal Crossing. Habe kein TikTok. Das bedeutet, wenn sie denkt, dann schreibt sie per Animal Crossing. Okay. Ich find's voll cool hier im Livestream, weil die Leute schreiben uns einfach rein, was wir machen müssen. Mami, haben. Mama. Ja, Lara, gleich. Wenn wir den Stream beenden, kannst du dann auch ein bisschen. Eine Minute noch. Frei mir ins Ohr, danke schön. Ah. Ich und die Lara spielen übrigens immer noch Animal Crossing. Und ich schlafe in ein Bett. Oh mein Gott, du schläfst in ein Bett. Ja, voll cool. Also, ich bin vom Livestream richtig hängen geblieben. Im Modus. Ja. Ja, ich werde mich jetzt auf jeden Fall so zum Abschminken gehen. Ich werde mich jetzt in mein Bettchen legen. Also ich zeige euch, wie das ausschaut. In mein Bett. Und dann werde ich ein bisschen Zeit auch mit dem Papa verbringen. Lara, und du gehörst. Wir hören jetzt auf mit dem Zocken. Ja. Ich will aber noch zocken. Die nimmt deinen Fuß hier weg. So. So, meine Lieben, bin jetzt im Badezimmer. Die kleine Luisa ist hier bei mir. Sag mal hallo. Sie hat sich eine Mandarine, also der Papa hat ihr eine Mandarine geschält und sie ist zu mir ins Badezimmer gekommen. Ich werde mich jetzt nämlich abschminken, mal meine Wimpern entfernen. Das sind richtig gute Wimpern. Das sind diese da hier. Habe ich euch schon mal gezeigt. Ich finde die richtig gut. Oh, ich von Amazon bestellt, habe ich schon gesagt, oder? Ach, ich glaube, ich habe sie nicht unter dem Video verlinkt, wie ich es versprochen hatte. Sorry. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall schnell abschminken, dann noch ein bisschen Zeit mit dem Papa verbringen und dann ist es schon wieder Schlafenszeit. Morgen geht der Papa wieder arbeiten. Mama. Yes, Papa. No, Papa. Der heutige Tag verging irgendwie schnell ohne den Papa. Der wird jetzt auch, ganz kurz. Der Papa hat auf jeden Fall ganz andere Arbeitszeiten, noch dass er keinen Chefposten mehr hat, weil er war ja Lagerleiter, jetzt ist er irgendwo in der Produktion. Auch okay, im Endeffekt, wie die Firma das gehandhabt hat, die Art und Weise war jetzt nicht so schön, aber darüber will ich jetzt im Internet nicht großartig reden. Wir wissen es tatsächlich schon seit ein paar Tagen, der Papa konnte sich quasi schon darauf einstellen und heute der erste Arbeitstag. Ja, ihr wisst ja, wie es ist. Manchmal kann man nicht alles immer so jetzt im Internet ausquatschen, weil ich weiß, dass viele von seiner Arbeit wissen, dass wir, also wissen, dass ich YouTuberin bin und ich will jetzt nicht irgendwas Blödes sagen, irgendwas um andere Leute. Ich weiß, ich will auf jeden Fall jetzt niemanden irgendwas Schlechtes. Es ist, wie es ist, ist aber halb so wild und ja, nichtsdestotrotz. Ich muss mich hier abschminken und danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich eine neue Kamera habe. Ich sag's euch, gestern hatte ich so den Mega-Stress meines Lebens. Ich habe mich so schlecht gefühlt, weil mir die Kamera am Boden gefallen ist.
Jetzt habe ich wieder eine. Und eine sehr gute sogar. Und ich freue mich so sehr darüber. Ich liebe sie. Ich liebe euch. Ich liebe sie. Na gut. Bis morgen, ihr Süßen. Bis dann. Tschüss.